So, jetzt müssen wir da erst mal gucken, wie das da geht. Na, da nicht. Ach komm, los, verreck da. So, also ich sag gleich am Anfang Vortrag wollte ich heute keinen. Wisst als Elektriker, du bist ja nicht fertig. Jetzt haben wir ja heute schon ohne im Klo Stromausfall. Es ist dunkel, die Hälfte hat schon nebenan gemacht. Nee, weißt du, da haben die Mazhalle da, waren wahrscheinlich wieder die Experten an Elektrik am Werk. Wahrscheinlich sind es die Experten, die in Berlin Flughafen die Brandschutzanlage installieren. Wer ist Berliner? Die habe ich da sowieso aufgeschrieben, da klappt doch gar nichts. Die U-Bahn geht nicht, Herr der BSC, kannst du vergessen. Dann der Flughafen geht nicht, von wegen Berlin arm und sexy. So wie es ausschaut, sind sie auch noch bescheuert. Berlin! Hey, wenn ich diesen Matthias Platzek und den Klaus Wowereit schon sehe, der Deichgraf und der Champagner-Klausi, die zwei, hocken da, als wäre nichts passiert. Zig Milliarden, obwohl, Matthias Platzek, da kann ich mir schon vorstellen, dass der jetzt irgendwo in Brandenburg rumrennt mit dem alten fränkischen Satz auf seinen Lippen, es müsste mal riechen. Sein typisch fränkischer Satz, es müsste mal riechen. Es kann im Sommer 6 Wochen lang durchschiff, aber der Franke stellt sich hin, es müsste mal riechen. Wahrscheinlich rennt der Platz sich jetzt auch irgendwo in Brandenburg rum. Es müsste mal riechen. Eine gescheite Oderflut und der Berliner Flughafen wäre vergessen. Aber wo hat's geschifft? Indonesien? Hä? Australien? Da drüben gar nichts. Und alle zerreißen sich mal, über den Berliner Flughafen zu gehen. Obwohl wir Franken ja so selber mit uns beschäftigt sind. Hey, wir sind ja so eigenständig, wir sind froh, dass wir nicht zu Bayern dazugehören. Obwohl wir eigentlich froh sein können, dass wir bei Bayern dabei sind. Schon allein wegen dem Münchner Flughafen, Franz Josef Strauß Flughafen. Innerhalb von einer Nacht geplant, aufgezogen und in Betrieb genommen. Ja, denen Berliner kann man sowas erzählen. Ja, kick mal, was ist denn das für ein Bauwerk? Gestern war es noch nicht da gestanden. Nee, aber jetzt müssen wir doch mal glotzt haben, ne, mit dem Strom. Nee, nicht, dass der Europa auf der Bühne auch noch was passiert. Die sowieso sagen, wir müssten Strom mal kurz ausmachen. Ja, ich lang nichts mehr in so einen Stromkasten ein, wenn Strom drauf ist. Ruckzuck bist du nicht nur einfacher Elektriker, sondern leidender Angestellter. Hey, ist mir vor 2 Wochen passiert, war ich auch bei Bekannter, hab Strom gemacht, so schwarz nebenbei. Beim Holger und der Eileen, ein Bärle. Holger und Eileen, Eileen, Heiligerin. Bis vor 4 Jahren war es noch Fleischerei-Fachverkäuferin. Jetzt Heilpraktikerin, aber es läuft zurzeit nicht gut in der Praxis. Deswegen schafft sie jetzt noch 3 Tage die Woche bei Lidl an der Kasse. Ja, aber ich kann sie sagen, warum es bei ihr in der Praxis nicht gut läuft. Wer lässt sich schon von einer Heilpraktikerin behandeln, die vor 4 Jahren noch Kotelett zerteilt und geklopft hat? Kein Mensch, jetzt hockt sie bei Lidl an der Kasse und da findet ja ihre neue Kundschaft. Ich glaube ja, die Eileen ist die einzige Heilpraktikerin, die dir anhand des Inhalts deines Einkaufswagens sagen kann, was dir fehlt. Was habe ich neulich gehabt? Flasche Ramazzotti, Bild-Zeitung, Marlboro Light. Sagt sie, Mickel, du hast mit der Bandscheibe. Sag, das weiß ich nicht, aber ich weiß, du hast einen Schuss. Aber wahrscheinlich wird mir so, wenn du erst mal bei Lidl an der Kasse hockst, weil da rennt der lauter so Zeug rum. Ja, ich rede jetzt nicht von den ganz normalen Hausfrauen und Müttern, die da tagtäglich einen Einkauf machen, von denen rede ich gar nicht. Ich rede von den Männern, die von ihren Frauen zum Einkaufen geschickt werden. Mit einem Einkaufszettel in der Hand, das kannst du mal schnell in der Mittagspause besorgen. Und dann rennen diese Männer mit dem Einkaufszettel wie die angestochene Sau persönlich in diesem Lidl rum. Von vorne nach hinten, von links nach rechts, weil sie denken, so ein Einkauf muss innerhalb von 5 Minuten erledigt sein. Wäre er auch, wenn man wüsste, wo was steht. Und es ist ja auch niemand da, den man fragen könnte. Aber Männer, sind wir mal ehrlich, wenn jemand da wäre, die hätte mir doch auch nicht gefragt. Man fragt doch nicht als Mann, wie war es denn früher, wo es in die Autos noch kein Navi gegeben hat.
Hey, da hast du doch auch niemand gefragt. Bist du früh morgens da in Verzögerheim losgefahren Richtung Nürnberg? Und wenn du abends, wenn es gedämmert hat, in Würzburg gestanden warst, da hast du gedacht, scheiße, ich glaube, ich habe mich verfahren. Aber da hast du doch niemand gefragt. Da hast du gedacht, ich bin Mann und das männliche angeborene Navigationssystem und der überaus überdurchschnittliche Orientierungssinn des Mannes, der führt mich an mein Ziel. Und irgendwann bist du einmal an dein Ziel angekommen, zwei Stunden später und der Tank war halb leer, aber du hast niemand fragen müssen. Oder aber man hat sich schon gleich eine Beifahrerin mitgenommen. Obwohl, es waren ja auch endlose Diskussionen schon vorher. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir endlich da sind. Wir sind gleich da. Das sagst du schon seit zwei Stunden. Ja, ich ändere halt auch nicht so schnell meine Meinung wie du. Blödel, soll man nicht doch jemand fragen? Ich frag, okay, wir sind gleich da, ich hab's im Urin. Na, dein Urin war mir nicht auch schon mal besser. Soll man nicht doch jemand fragen? Ich frag, okay, jetzt fahren wir da vorne rechts, dann sind wir da. Also ich will nichts sagen, aber beim letzten Mal hat es komplett anders da ausgeschaut. Soll man nicht doch jemand fragen? Ich frag, okay, jetzt fahren wir links gerade aus, dann sind wir da. Was hältst du denn jetzt an? Der hinten kommt einer, frag du mal. Aber selber hat man nicht gefragt. Und dann kamen die Navis, ist euch das auch schon aufgefallen? Seitdem es Navis im Auto gibt, vergessen ja immer mehr Ehemänner ihre Frauen an der Raststätte. Das ist jetzt keine Absicht. Viele Männer steigen ein, denken sich, ach, es ist schon jemand da, der redet. Und ein Mann sieht ja ein Navi auch nicht als Navi. Ein Mann sieht ein Navi mehr als Gesprächspartnerin, die Vorschläge machen darf. Und entweder man hält sich dran oder auch nicht. Hey, viele Männer geben dem Navi auch einen Namen. Meine heißt Chantal. Und Männer lieben Navi. Das geht schon los beim Anfahren. Hey, wenn es immer geht, ihre Route wird berechnet. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Oh. Bleiben Sie auf dieser Route. Na, das hätte ich selber auch gewusst. Oh. An der nächsten Straße rechts ab. Ich bin rechts, da sind wir noch nie rechts abgebogen. Immer links, immer links. Dann hängt sich das Navi zwischendrin auf, aber irgendwann kommst du an deinem Ziel an. Und sowas ähnliches wie Navi gibt es ja bei Lidl. Und zwar sind es die Männer, die auch von ihren Frauen zum Einkaufen geschickt werden, aber ohne Einkaufszettel. Nein, die sind mit dem Handy unterwegs. Und dann rennen die in dem Lidl mit dem Handy rum, immer daheim mit dem Bordcomputer verbunden. Und es funktioniert genau wie ein Navi, weil Frauen haben das komplette Lidl-Sortiment da oben drin gespeichert. Die können dir ja auf einen Zentimeter genau sagen, wo was steht. Dann geht's ja dann immer, Schatz, Schatz, sag mal, wo ist denn das Waschmittel? Wo stehst du denn? Katzenfutter. Hast du gescheit geklotzt, musst nicht anrufen, gell? Und dann rennen die schon im Lidl rum, dann die mit dem Einkaufszettel und dann noch die Paare, die gemeinsam einkaufen. Ah! Ich sag mal, Mann und Frau gehen gemeinsam zum Einkaufen, das gibt's doch auch erst seit 5, 6 Jahren. Früher, da ist man gemeinsam in Urlaub gefahren, aber dann merkst du schon, das Geld wird knapper. Ach, machen wir uns einen schönen Tag beim Lidl. Ah! Und es geht ja ein kompletter Tag drauf, weil es sind ja endlose Diskussionen vor jedem Produkt. Heinz? 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 Was kommst du nicht, wenn ich dich rufe? Beifuß, Beifuß. Ja, die haben wieder den guten Orangensaft, der schmeckt dir doch immer so. Oh, nee. Da hab ich doch so Sodbrennen drauf gekriegt. Ja, aber du hast gesagt, da hat er geschmeckt. Ja, aber Sodbrennen habe ich drauf gekriegt. Aber geschmeckt Sodbrennen habe ich drauf gekriegt. Aber jetzt ist er im Angebot. Nehmen wir mit. Heinz, Heinz, Heinz. Die haben mal wieder das Waschmittel, das riecht so schön nach Frühling. Oh, nee. Das kratzt doch immer so arg. Beim letzten Mal einen ganzen Buckel aufgekratzt. Ja, aber es riecht halt so schön nach Frühling. Drecks, Frühling, die ganzen Nippel waren aufgerieben.
Ja, aber es gibt halt kein anderes Waschmittel, was so schön nach Frühling riecht. Du mit deinem Drecksfrühling, vorne Wund, hinten Wund, da brauche ich keinen Frühling mehr. Weißt du was, du regst mich auf, wir nehmen das Waschmittel mit. Du hast ja vorhin deinen Orangensaft aufgeregt. Ja, ist noch nicht fertig. Weil die waren ja noch nicht beim Gemüse. Und die Gemüseauslacher wird ja auch von oben nach unten durchgepflückt. Von oben nach unten durchgepflückt, weil das beste Gemüse ist immer unten. Den Scheißdreck oben drauf können sie selber fressen. Unten ist das beste Gemüse. Aber ein Kopfsalat, der beste Kopfsalat, immer unten, immer unten. Da kannst du mal neilang, da kannst du mal neilang. Wird ja alles mal angelangt, wird ja alles mal ausprobiert. Mal gucken, ob die Radieschen nicht wieder so holzig sind wie letzte Woche. Kannst du nicht fressen, kannst du nicht fressen. Also Heinz, sowas holziges. Ja, glaubst du nicht, probier selber. Und? Ja, da hast du jetzt gerade eins erwischt, was nicht holzig war. Ach, nimm halt noch eins, komm. Und? Also meins war holzig, wenn ich das auf meins war holzig, gibt's gar nicht. Holzig, kannst nicht fressen, kannst nicht fressen. Was kostet denn überhaupt 49 Cent und fehlen schon 4 Stück? Und da hockt die Eileen an der Kasse. Weißt du, die Eileen und der Holger, die zwei auch gesucht und gefunden. Gesucht und gefunden. Und das mit der Sucherei und dieser Finderei, das haben wir ja heuer auch. Mit diesen ganzen Wahlen, Bundestagswahl, Landtagswahl. Und es kennt sich ja kein Mensch aus. Man kennt ja die ganzen bayerischen Politiker gar nicht. Ja, wen kennt man denn in Bayern von den Politikern? Den Seehofer kennt man, die Stamm kennt man, den Söder kennt man. Heute auch nicht. Aber nach den drei ist doch fertig. Hä? Wen kennt man denn? Und woher sind die drei? Von der CSU, von den anderen Parteien kennt man ja keinen. Hä? Christian Ude, Spitzenkandidat der SPD. Bis vor drei Tagen habe ich gedacht, das ist ein fränkisches Volksmusikduo. Der Christian und die Ude. Margarete Bause, Spitzenkandidatin von den Grünen. Bis letzte Woche habe ich gedacht, diese Kollegin von der Hildegard von Bingen. Hubert Aiwanger, Spitzenkandidat von den Freien Wählern. Bis vor drei Tagen habe ich gedacht, der spielt beim Komödienstadl mit. Martin Zeil. Ey, bis letzte Woche habe ich gedacht, das ist der oberlippenbärtige Bruder von Michel Kloß. Jawohl. Von der FDP, und da kennt sich ja auch kein Mensch aus mit der FDP, auch bundesweit. Ey, vor drei Wochen waren die bei 2%. 2%, das ist bei uns in Franken eine leichte Weinschale. Dann kam die Niedersachsenwahl, 9,9%. Da ist aber ein Brüderle das erste Schoppenglas aus der Hand gefallen. Und dann kam ja unser Philipp Brösler. Und hat ja einen Coup gelandet, von wegen Monchichi. Unser kleiner vietnamesischer Säbelzahntiger fürs Handschuhfach. Oh, da hat er es aber rausgelassen, unser Philipp. Da ist aber dem Brüder das zweite Schoppenglas aus der Hand gefallen. Jetzt ist der Spitzenkandidat, jetzt war der kaum Spitzenkandidat, hat die FDP gemerkt, der ist nicht nur Spitzenkandidat, der ist ja ziemlich spitz. Ist ja auch sowas. Und dann überlegst du natürlich schon, wen sollst du wählen? Und gerade bei uns in Bayern, du kennst ja bloß die von der CSU. Und warum kennt man bloß die von der CSU? Weil immer einer von der CSU beim Fernsehen angerufen hat, hat gesagt, über die anderen bringt er aber nichts. Und dann haben sie ja gesagt, der Dobrindt wäre es gewesen. Der Dobrindt, na, der Dobrindt, na. Na, der Dobrindt, na, der Dobrindt kann es nicht gewesen sein. So schwach wie der ist, nein, seitdem der nichts mehr frisst. Der kriegt ja den Telefonhörer gar nicht hoch. Ey, wart noch drei Monate, kommt die Brille Leder hergelaufen. Ja, sag mal,
Ey, der Dobrindt, wenn ich den schon sehe, schon allein im November bei diesem Koalitionsgipfel in Berlin, wo sie rauskommen sind, die drei Generalsekretäre, wie die Nebelkrähen sind sie rauskommen, nachts um 1 Uhr. Hermann Gröhe, Patrick Döring und Alexander Dobrindt, der Kleine, der Dicke, des Brillengestell. Rauskommen sind sie. Und haben diese Ergebnisse verkündet. Ergebnisse, meine Fresse. Lebensleistungsrente liegt auch jetzt schon wieder auf Eis. Steckenpferd von der Ursula von der Leyen, unser blonder Hartz-IV-Domina. Die, wenn ich sie so sehe, bei der warte ich ja immer auf den Satz. So, das waren jetzt die Arbeitslosenzahlen. Und jetzt fahre ich die Kinder noch zur Mathe-Nachhilfe und zum Reitunterricht. Dann mache ich meinem Mann noch schnell einen Burgunderbraten. Mal schauen, vielleicht ist noch ein Frankfurter Kranz drin. Und dann freue ich mich auf einen entspannten Spieleabend mit der ganzen Familie. Und dann bist du natürlich am Überlegen, wen sollst du wählen nach diesen Koalitionsergebnissen. Lebensleistungsrente, Praxisgebühr ist jetzt weg, jetzt kommt's Betreuungsgeld, weiß auch gar nicht, wie das abläuft. Wahrscheinlich muss beim Arzt beantragt werden, kostet 10 Euro, es ist sowas. Und dann bist du am Überlegen, wen sollst du wählen. Obwohl wir Franken eigentlich für diese Wählerei heuer gar keine Zeit haben. Wegen diesem Franken dort. Wir kriegen jetzt einen Franken dort, wo ich mir auch sage, braucht das die Welt. Einen Franken dort, weil ich genau weiß, wie das wieder abläuft. Wer wird denn zum Schluss Franken dort, Kommissar? Lothar Matthäus! Mit seinem Assistenten Günther Beckstein. Und dann steht der Lothar Matthäus noch da und sagt, Günde, hol einmal den Wagen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Und dann kommt der Günde nach 2 Stunden. Ist der da dort schon lang rum, ist der immer noch nicht da mit seinem Auto. Obwohl, wäre schon schön mit dem Franken dort, aber die ganzen Diskussionen, wo soll er gedreht werden, in Bamberg, in Nürnberg, in Würzburg, ich täte ihn jedenfalls euch am Dreh. Ja. Nee, weil ich mir das so richtig schön vorstellen kann, es müsste im Herbst sein, in so einer Siedlung, wo vorne noch an die Häuser diese Vorgärten sind. Ich kann mir das richtig vorstellen. Es ist Herbst in Veitshöchheim. Eine ältere Frau steht in ihrem Vorgarten drin. Rechtes Laub. Es müsste mal regnen. Hinter ihr Mann mit dem Laubsauger. Da gucken sie übers Gartentürle drüber und entdecken die Leiche. Eine männliche Leiche auf dem Gehsteig. Niedergestochen mit 298 Messerstichen. Da kommt auch schon Hauptkommissar Lothar Matthäus und sagt noch, Günde, hol einmal den Wagen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Und dann kommt der Günther nach 1,5 Stunden mit dem Wagen und der Fall ist gelöst. Der Mann ist nicht mit 298 Messerstichen niedergestochen worden. Nein, der ist bloß in eine Nordic-Walking-Truppe neigelaufen. Ja, der braucht keinen Doktor mehr. Geschweige denn eine Heilpraktikerin. Obwohl, ich muss ja auch sagen, zu Eileen gehe ich auch nichts mehr. Nee, weil die Eileen immer mit ihrer Globuli. Globuli. Bis für alles Globuli. Bis vor 2 Wochen Kaisers Manfred B. gebrochen. Globuli. Gut, irgendwann wächst zusammen. Aber auch ohne Globuli. Aber die nur Globuli und Eichenurin. Ey, was du bei der für Eichenurin brauchst, so viel kannst du gar nicht Schiff, was du brauchst zum Einreiben. Aber Geheimtipp von der Eileen, Mittelstrahl, hinters Ohrläpple, wäre ein sexueller Lockstoff.
Wahrscheinlich hat sich so sogar die Eileen den Holger geangelt. Ich weiß noch, da waren die zwei noch nicht zusammen. Kam plötzlich der Holger, du, die Eileen, du, das ist auch eine ganz, ganz nette. So, ja, ja, die ist schon nett. Du, ich glaube, ich habe mich so glänz bisschen in die Eileen verliebt. So, oh, das ist ja super. Du, meinst du, die Eileen mag mich auch ein wenig? Hab noch gesagt, also wenn dich eine mag, dann die Eileen. Ja, aber das muss ich der Eileen ja auch sagen, dass ich sie mag. Sag ich, genau, Holger. Aber dann musst du auch den richtigen Zeitpunkt dafür abwarten, finden und ausnutzen. Am besten wird sein, du lädst die Eileen mal zu dir heim ein. Ja, da kochst du was für euch zwei, so wie der Schubeck mit Ingwer. Oh. Und dann, Holger, wenn sie schon bei dir daheim ist, dann musst du auch mal dein südamerikanisches Temperament ein wenig rauslassen. Weil wir Franken, wir sind ja die Südamerikaner Deutschlands. Tango, Rumba, Cha-Cha-Cha. Das haben wir im Blut. Guter Holger, jetzt weniger. Aber das habe ich ja damals nicht gesagt. Und dann hatte die Eileen zu sich heim eingeladen. Damals habe ich auch nicht gewusst, dass sie gar nicht kochen kann. Aber dann hat er an dem Abend so richtig sein südamerikanisches Temperament rausgelassen. Also ich war jetzt an dem Abend nicht dabei. Aber ich kann mir vorstellen, ungefähr so muss es damals abgelaufen sein. Hallo, hallo, das ist ja schön, Sie heute Abend hier zu sehen. Hier bei mir zum Rendezvous. Ach komm, dann sag mir einfach du. Ich nehm dir schnell den Mantel ab. Ich bin nervös, das nicht so knapp. Doch jetzt trinken wir zuallererst einmal ein Gläschen Sekt. Und dann machen wir uns zwei ein Heringsdösle auf. Ein Hering in Tomatensauce. Und dann essen wir zu zweit den ganzen Hering auf und putze aus mit Brot die Heringsdose. Du und ich, wir beide heute Nacht, alleine zwischen uns steht nur ein Heringsdösle rum. Du und ich, wir beide heute Nacht, alleine zwischen uns steht nur ein Heringsdösle rum. Was ist denn los? Das war ein Gag. Ach, bitte lach doch nicht gleich weg. Jetzt bleib halt da und hock dich nah. Eine Dose Nüsse, die hätt ich auch. Das war ein Scherz, das war ein Witz. Ich hab nur noch eine Tüte Chips. Doch jetzt trinken wir zuallererst mal ein Gläschen Sekt. Und dann machen wir uns zwei ein Heringsdösle auf. Ein Hering in Tomatensauce. Und dann essen wir zu zweit den ganzen Hering auf und putze aus mit Brot die Heringsdose. Hallo! Du und ich, wir beide heute Nacht, alleine zwischen uns steht nur ein Heringsdösle rum. Du und ich, wir beide heute, da lacht sie. Ich arbeite mich für dich auf, steht nur ein Heringsdösle rum. So, jetzt will ich alle hören. Und dann machen wir uns zwei ein Heringsdösle auf. Ein Hering in
Tomatensauce. Und dann essen wir zu zweit. Essen wir zu zweit den ganzen Hering auf und putze aus mit Brot die Heringssauce. Zweiter Versuch. Du und ich, wir beide heute Nacht alleine zwischen uns steht nur ein Heringsdösel rum. Du und ich, wir beide, lacht sie noch mehr, zwischen uns steht nur ein Heringsdösel rum. Amor. Selbstverständlich eine Zukunft, aber Sie müssen ein bisschen leise sein, so verstehen wir die Zugaben. Bitte, ja, Servi. Ich will eigentlich bloß was sagen. Ja. Ich bin der Michel aus Garitz, das ist Veitshöchheim und da bin ich der Hemm. Hello.